Palaver. Ohne Palaver. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, jetzt wenn nicht. Wir hier landen. Jetzt nicht. Jo, da können wir uns die Schleppen. Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen flegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. Ja, so wird dich danke. Niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung. Ja, du mich auch. Was für ein Wunder. Ich muss kurz was ausprobieren. Also das geht jetzt gerade gar nicht. Du kleines Opfer, verpiss dich, du Arschkrüppel. Ach, du Scheiße, macht der viel Damage. Okay, nee, ich glaube, das war keine gute Idee. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Vielleicht, also fast hätte ich ihn gekriegt. Aber nee, lieber nicht, ne? Wollen wir uns hier nicht mit den Captain anlegen. Obwohl ich schon... Wunderschöner Tag. Was für ein Arsch. Ja, sehe ich genauso, Patty. Ich würde es gerne gleich nochmal probieren. Zwar, warte. Wenn die Patty jetzt näher kommen würde, bitte. Und wir den Typen hier jetzt mal niederlegen können. Ja, komm, gib's ihm, Patty. Hilf mir, komm. Der muss. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, nee. Nee. Nee, lieber nicht. Okay, ich lasse es. Es war vielleicht doch. Wo der echt fast down gewesen wäre. Und nur ganz knapp. Hätte mich mal interessiert, was ich da bekommen hätte, wenn ich den Typen hier niedergelegt hätte. Nein! Gut, kurz nochmal auf 10. Ich habe gerade aus Versehen eine rumgetrunken. Oder ein Grog oder was auch immer es war. Ich weiß es gar nicht. Nicht. Gar nicht, nicht. Ich weiß es gar nicht. So. Mit der. Oh, jetzt konnte ich es gar nicht lesen. Schade. So. Das hier ist also Takarigua. Und das ist... Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Ja, deine Mutter. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du, Herumtreiber? Gold ist immer gut. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Da läuft er mir einfach durch die Sequenz. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Nö. Ich denke schon. Der sagt immer was, was ich gar nicht sagen möchte. Dieser komische Typ hier, den ich hier spiele. Puerto Zacarico. Und das hier ist also der Palast von Sebastiano? Fragezeichen? Nein, glaube ich nicht. Uns sind einige Kisten ab. Seh mal an, wer da kommt. Wasser. Ah, wenn das mal nicht der Flegel ist. Er sieht auch aus wie ein Flegel. Was willst du eigentlich? Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat was Steuermann, Ungezogenes Bootsmann. Mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst du ihm nicht übel nehmen. Komm. Nee, komm. Uns sind einige Kisten. Pedro. Ah ja, Pedro. 26, 27, 29. Was? Kann ich zählen. Ja, genau, du hast 28 vergessen. Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Warte kurz. So. Ich will mir etwas Gold verdienen. Ist erstmal gut. Auf die andere Seite der Insel soll ja eigentlich niemand erfahren, ne? Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Okay. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich?
Sagen wir mal 28. 28. Wirklich? Wirklich. Gut. 28, 29, 30. Und wie bei den Göttern. Jetzt haben wir ihn erstmal durcheinander gebracht, ne? Die Piraten stecken dahinter. Gott, hier ist ja gerade jemand. Vielleicht gibt's ja was zu essen. Haben. Essen? Essen? Apfel? Oh ja, Apfel. Oh, Wein. Checkt echt niemand, dass ich hier ein bisschen was zu essen mir klaue, ne? Aber wenn es so rumliegt, braucht doch keiner, oder? Hat ja Lago mir schon beigebracht. Wenn sie es brauchen würden, würden sie es einsperren. Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Guten Tag. Wache, Wache. Und wieso bitte? Wache. Wo willst du denn hin? Ich wollte mich hier mal umsehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Das ist die Villa von Gouverneur Di Fuego. Gouverneur Di Fuego. Ich will zu Di Fuego. Zieh dir gefälligst was Ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Ja, hat meine liebe Patty ja über Bord geschmissen. Super. Erstmal ist so, bitte ist das Lager nachts. Dieses Gelaber nervt langsam. Ich wollte mal gucken wegen Grafik hier und so. Aber ich glaube, ich hatte das auf dem höchsten. Ich weiß gar nicht. Ultra, ultra, hoch, hoch, hoch. Sieht doch schon mal gut aus. Okay, jetzt muss es wieder neu. Oder was? Meine Maus spackt gerade ein bisschen rum. Ah, nee, da hatte ich nicht das höchste, glaube ich, wegen Aufnahme und so. Aber ich lade eh nur auf 720p hoch und deshalb ist es ja eigentlich egal. Kann ich hier rein? Ja. Ach so, ich dachte, ich komme jetzt da oben. Ich komme jetzt hier ins Gefängnis oder so. Ich kann nicht mehr reden. Wir wollten ja erstmal hier in dem kleinen Haus am Platz gucken, ob der Koch da Arbeit für uns hat. Verdammt noch. Osiris, ja, genau. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich habe genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Verstehst du was vom Kochen? Ja, Wasser kann ich heiß machen. Fleisch brennen, ja, Wasser. Aber eigentlich ja nicht, ne? Nein. Na schön. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Ach, super, Patty mit ihrem Ego wieder. Meine Fresse. Wie mache ich mich? Mann, es hat mich verklickt, will ich gar nicht wissen jetzt. So. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Hat die irgendwie hier Hüftschaden oder so? Was macht die da? So gut bin ich auch nicht. Ah, heißt, ich muss jetzt erstmal in Silberzucker investieren. Ach komm. Schon gut. Ich will nichts mehr davon hören. Ja, ist okay, ich habe keinen Bock mehr auf dich. So, und tschüss. Ach, jetzt habe ich wieder diesen... Komm. Klebt da mal aus, wenn auf 2 wegen Diablo und so, und deshalb mache ich die Dinger hier Proviant jetzt auch erstmal auf 9. Sorry, dass ich jetzt den Grog hier verbraucht habe, aber scheiß drauf. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. So, und ich würde sagen, ich mache erstmal eine Aufnahmepause, weil ich muss gleich weg und ich muss auch eine Folge freischalten. Och, komm, jetzt laber doch nicht. Ich muss hier gerade Ende machen. So, Ende Gelände. So, und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Risen 2 wieder. Die Grafik ist echt hammernice. Und jo, dann ciao. So, und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 2 mit mir, dem Kilian. Genau, und zwar muss ich gleich mal gucken, wo wir denn waren. Wir waren gerade in Takarigua angekommen und hatten uns schon etwas umgeschaut. Und wir hatten ja hier schon fast einen Job gehabt bei diesem Osori, hieß er genau. Aber die Patty war natürlich wieder hier zu eigen, um das mitzumachen, dass sie da kochen soll. So, dann mal gucken. Hier, Logbuch. Was sollten wir denn machen? Die Titanenwaffe. Finde Stahlbad. Finde das Piratennest. Ich muss das Piratennest auf Takarigua finden. Okay.
Takarin.